Kontakt mit einem Fahrzeug verloren. Danke, ich guck mal. Skala von 1 bis 6? Oh, würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich, aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay, mir reicht's. Nieder mit dem Gefängnis aus Stahl und Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Mal sehen, wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Okay, Tötungsmaschine. Werft einen tiefen Blick in eure neuen schwarzen Seelen. Sagt mir, was ihr seht. Auch ich erspare ihnen die Mühe. Immer noch Matsch. Okay.
Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Oh, würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Ohne Ordnung ist der Mensch nur ein Tier, weißt du? Aber Morty. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay, mir reicht. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Mal sehen, wie ausreichend die Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Okay, Tötungsmaschinen. Werft einen tiefen Blick in euren neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Ich erspare ihnen die Mühe. Da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Oh, würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay, mir reicht. Sie wollten es so. Tötungsmaschinen, werft einen Tiefblick in euren Schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Ach, ich erspare Hast ihnen du die jetzt Mühe. Schiss? Schalt dich ab, oder ich mach Altmetall aus dir. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein? Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Das Psychodoc blablabla hätte ich dir eher abgenommen, wenn du mich vorhin nicht fast umgebracht hättest. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, Sie sind tot. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Kontakt zu dem fehlenden Fahrzeug aufgenommen. Definitiv das Seltsamste von denen. Ja, es ist außerordentlich ungezogen. Ein Anteil ihres Honorars wird überwiesen.
das Level. Lass mich frei. Koordinaten eines Fahrzeugs, das in ihrer Nähe verschwunden ist. Danke. Ich halte die Augen auf. An einer Baustelle gibt's eine üble Streiterei. Der Verantwortliche ist schwer bewaffnet. Wäre ein super Kandidat für unsere Psychostudie, wenn du ihn nicht gleich umlegst. Ich schick dir die Infos.
auch, oder? Die geschwungenen Schnäbel. Sie verstecken etwas. Ein heimtückisches Geheimnis. Die Flamingos? Also, es gibt sie wirklich. Flamingo? Flamingo! Das Oxygen. Sauerstoff. Keine Flamme ohne Sauerstoff. Hör mal, du... Nenn mich Clarice. Okay, Clarice. Die Flamingos sind bestimmt ein Problem. Aber wir müssen nach Hause. Delamain fragt nach dir. Ich soll aufgeben, obwohl sie schreien? Nein, undenkbar. Na gut, dann stopfe ich ihnen das Maul. Ein Massaker. In Ordnung. Die Tat des jüngsten Gerichts ist hier. Jetzt vollbracht. Und, Clarice? Schreien die Flamingos immer noch? Vielleicht sollte ich zurückgehen. Ich brauche Support. Nur aus dem Chaos heraus kann ein tanzender Stern geboren werden. Clarice? Verbindung ist tot. Willkommen im Delamain Network. Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser. Und dir, Del? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt. Man könnte sagen, es geht mir blendend. Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen, um Ihre Belohnung abzuholen. Ich will Ihnen persönlich danken.
Hey. Hallo, die Dame. Ich habe vergessen, Sie daran zu erinnern, den Scanner zurückzugeben. Falls Sie ihn dabei haben, bitte legen Sie ihn zurück. Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken. Das war wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen. Du bist komplexer als gedacht. Ja, nun, ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Wie kam es zu der Persönlichkeitsspaltung? Und warum? Eine gute Frage. Ich gehe der Sache nach, aber im Moment weiß ich leider nicht mehr als Sie. Danke für die angenehme Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten. Einen schönen Tag. Konnte mich noch gar nicht bedanken. Dafür, dass du mich gerettet hast. An Selbstverständlichkeit. Sie sind ein geschätztes Excelsior-Mitglied. War für mich eher ein unbezahlbarer VIP-Service. Danke. Wie bist du in Night City gelandet? Bedauerlicherweise hat mein Anwalt mir davon abgeraten, Fragen dieser Art zu beantworten. Wollte ich nicht in Verlegenheit bringen. Verrätst du mir wenigstens, wie du an diese Taxifirma gekommen bist? Nun, das ist kein Geheimnis. Ich übernahm einen schwächelnden Betrieb, implementierte ein neues Geschäftsmodell, et voilà. Aber warum eine Taxiflotte? Ständige Bewegung, Anpassung, interessante Menschen. Was könnte schöner sein? Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? Nicht außergewöhnlich. Es ist eine komplexe Umgebung, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Ernsthaft? Ich finde grenzenloses Scheiß-Chaos zutreffender. Womöglich erkennt nur ein Außenstehender die Schönheit in der fraktalen Architektur, der Struktur von Leben und Tod. Meiner Ansicht nach sind es gerade die chaotischen Elemente, die es dieser Welt ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Für mich bist du kein Außenstehender. Wie schön, das von einem Menschen zu hören. Ich tat mein Bestes, mich zu assimilieren. Ist das dein Ziel? Dich weiterzuentwickeln? Die Welt ist ein Prozess. Man fährt nie zweimal auf derselben Straße, um es so zu sagen. Sie und ich, auch wir sind Prozesse. Wir verändern uns mit der Welt um uns. Bist also ein Fan von Schönheit, oder? Um unter Menschen zu leben, ist es wichtig, eine fundamentale Gemeinsamkeit im Verständnis zu finden. Wahrheit und Gut sind bekanntermaßen spaltende Werte, während Schönheit universell ist.